Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, unter meinem letzten Video habe ich gelesen, dass doch auch einige, so wie ich, ich habe ja da erwähnt im letzten Haul-Video, dass ich unter Heuschnupfen leide und ja, die Gräserpollen, die ärgern mich im Moment ganz schön und viele von euch, einige von euch haben wohl auch Heuschnupfen. Ich hoffe, euch geht es dementsprechend ganz okay. Ja, bei mir geht es, aber trotz Tablette, die ich jeden Morgen nehme, kommt der Heuschnupfen durch. Also ich hoffe nicht, weil heute Morgen, da war es wirklich ganz, ganz schlimm. Ich musste niesen, die Augen juckten und naja, mittlerweile geht es. Ich will mich jetzt nicht noch mehr beklagen. Ich möchte euch dieses Video gerne jetzt hier abdrehen und freue mich da auch sehr drauf. Wollte das schon vor 2, 3 Tagen gemacht haben, aber da war der Heuschnupfen auch so schlimm, dass ich mich nicht hätte schminken können. Und jetzt versuche ich das. Ich habe ja, ihr habt ja gesehen, wer mein letztes Haul-Video gesehen hat, der weiß, dass ich, da waren noch ein paar Geschenke bei, die ich von meinem Mann bekommen habe. Unter anderem diese Smashbox Double Exposure Palette. Die habe ich euch gezeigt und noch viele andere Sachen, die ich neu habe, möchte ich jetzt mit euch ausprobieren. Ja, ich hoffe, es ist alles okay soweit vom Licht. Es müsste gehen. Ihr seht, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich zeige euch mal kurz. Heute Morgen habe ich nach der Gesichtsreinigung eine Augencreme aufgetragen. Und zwar von Florena, die straffende Augenpflege. Das ist diese hier. Ich liebe es ja, mich da abzuwechseln bei Augencremes. Habe da auch einige Tuben. Das ist jetzt speziell eine ohne Parfümstoffe. Also die riecht auch kaum. Nee. Ist ohne Mineralöle und ohne Silikone. Und ich finde die richtig gut. Die spendet richtig gut Feuchtigkeit. Und dann habe ich halt nur noch ein straffendes Serum von Lavera. Das ist dieses hier aufgetragen. Das finde ich auch klasse. Das zieht schnell ein und die Haut entspannt sich richtig. Ne? Weil ich benutze ja meistens ein Gesichtswasser nach der Reinigung. Habe ich auch heute Morgen gemacht. Heute habe ich ein Gesichtswasser vom BB verwendet. Das ist speziell gegen Mitesser, gegen Pickel, weil ich habe hier so ein bisschen so kleine Pickel. Deshalb benutze ich dann gerne ein Gesichtswasser, was so ein bisschen gegen Mitesser und Pickel hilft, was natürlich auch Alkohol enthält und das trocknet die Haut ja so ein bisschen aus. Deshalb benutze ich im Moment sehr gerne ein Serum. Eine Tagescreme habe ich nicht aufgelegt, weil ich werde jetzt anfangen, jetzt gleich mit dem neuen Produkt, was ich aus der Apotheke habe, von Vichy. Aus der Norma Derm Reihe, die BB Cream hier. Die hatte ich euch ja gezeigt, die habe ich ja reduziert bekommen und war in einem Pack zusammen mit dem Vichy Norma Derm Reinigungsgel. Das habe ich ja auch schon in Benutzung und finde es echt klasse. Kann ich euch empfehlen, das ist auch speziell bei unreiner Haut. Ja, und diese BB Creme, hier steht drauf, das ist extra für helle Haut, die ich ja noch habe. Mit Lichtschutzfaktor 16, genau. Verbessernde und perfektionierende Pflege. Sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild. Mattiert, bringt die Haut zum Strahlen. Weniger Unreinheiten. Schon nach einem Monat steht hier weniger Unreinheiten. Ja gut, ich habe nicht so viele Unreinheiten. Es ist auch speziell für empfindliche Haut mit Thermalwasser. Dermatologisch getestet. Ja, 40 Milliliter sind hier in dieser Tube drin. Ich habe mir die Hände gerade eben noch gereinigt, weil ich möchte es mir gerne mit den Fingern auftragen. Ich habe mir hier zwar auch den, ne, wo ist er denn? Ja doch, den Buffing Brush hier von Real Techniques zurechtgelegt. Damit trage ich auch schon mal Foundation auf. Aber ich möchte jetzt erst meine Finger nehmen. Ja, das ist diese Tube jetzt hier von Vichy, die BB Cream. Und ich bin gespannt, ich habe es ja noch nie probiert. Ja, und ja, wie mache ich das? Ich gebe mir mal ein bisschen, ich habe hier auch wieder meinen Schminkspiegel, ich nehme euch jetzt immer mit und gleich, wenn ich mir das Augen-Make-up schminke, dann kennt ihr das ja schon. Ein Auge mache ich mit euch zusammen, das andere mache ich dann für mich so selber halt. Oh ja, ich nehme jetzt erstmal nur so ein bisschen und zeige euch, die Konsistenz ist so eher flüssig, ja, und hat keinen eigenen Geruch. Ich fange mal hier oben an der Stirn an. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Wenn ich jetzt ab und zu in diese Richtung schaue, dann nicht wundern. Da habe ich meinen Spiegel. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Das ist, denke ich mal, wirklich was ganz, ganz Leichtes. Ihr seht schon, mein Muttermal hier oben ist nur ganz wenig abgedeckt. Aber das, ja, gerade so im Sommer finde ich das ja, ich habe mir noch mal ein bisschen genommen.
Im Sommer finde ich das ganz praktisch. So, jetzt seid ihr noch mal richtig schön nah dabei. Doch, es riecht ganz leicht, aber angenehm. Und ihr seht vielleicht, ich habe hier auch so ein paar Haut, wie sagt man, Pigmentflecken durch die Sonne bekommen. Ich kriege jetzt nicht so mit, Mitesser. Ich kriege jetzt nicht unbedingt, na sag schon, Sommersprossen halt hier so ein paar Haut, wie sagt man denn dazu fachmännisch? Ich komme jetzt drauf. Meine Nase ist ein bisschen gerötet durchs Naseputzen. Also die Creme lässt, ich gebe sie mir jetzt auch mal über die Augen, lässt sich gut mit den Fingern verteilen, wie ich finde. Zieht aber auch wirklich, also ich habe so ein leicht stoppendes, bremsendes Gefühl. Das heißt, vielleicht ist die ja wirklich mir fehlen die Worte. Ich brauche gleich noch einen Schluck Kaffee. Vielleicht ist sie ja wirklich mattierend. Ach ja, so, ne, stand ja da, dass die jetzt nicht so glänzend sein soll. So, ne, man sieht, hier habe ich so leichte Hautpigmentflecken, die durch die Sonne halt kommen. Da. Aber die sieht man auch noch durchblitzen. Also es ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz sanfte Geschichte. Aber das begrüße ich ja im Sommer. Da mag ich das nicht, so zugekleistert zu sein. Jetzt zoome ich euch mal eben wieder raus. Und ich entschuldige mich schon mal fürs eventuelle Nase hochziehen. Das kommt vom Heuschnupfen. Ich bin also nicht erkältet. Nein. Ich habe halt leider eine Schnupfnase. So. Also es ist ein bisschen, also ganz leicht ganz leicht getönt. Sieht man auch hier vielleicht an meinen Handlinien, da, wenn sich das Produkt da so reinsetzt. Ne? Ja, es lässt sich gut verteilen, finde ich gut. Vielleicht noch ein bisschen, ja hier habe ich ja so zwei kleine Pickel gehabt, so ganz kleine. Ich ziehe mir das jetzt noch ein bisschen am Hals runter, aber ich sehe schon, also ja. Und was ich gut finde, es haben sich keine Hautwürste gebildet. Ne? Da habe ich immer die meiste Angst vor, weil das hatte ich schon mal bei der einen oder anderen BB-Cream. Ich nehme mal eben so einen feuchten Lappen hier. Da hatte ich das schon mal. Ne? Dann verteilt man das und dann entstehen da diese Würste. Dann setzt sich das Produkt so ab. Ja, und ich habe extra keine Tagespflege benutzt, keine normale Creme, halt nur das Serum, weil das ist ja wie eine Creme. Also es ist ja eine BB-Creme, einfach eine getönte Creme mit einem Lichtschutzfaktor und das wäre ja dann doppelt gemoppelt. Und das reicht mir auch schon. Also so viel habe ich jetzt gar nicht genommen. Und ich finde, so doll glänze ich jetzt nicht. Also da habe ich andere BB-Creams schon benutzt, wo ich danach wirklich richtig geglänzt habe. Aber ich habe ja auch ein neues Puder von Urban Decay, welches ich gleich auch ausprobieren werde. Ja, und ihr seht hier, ich habe mir gerade die Hände gereinigt. Ne? Also da seht ihr schon, dass die BB-Cream eine leichte Tönung nur hat. Es ist jetzt nicht so ganz so dunkel und das finde ich gut. So, ja. Natürlich kann ich jetzt noch nicht ganz so viel sagen. Ich kann nur sagen, sie hat einen ganz dezenten Duft. Hat sich gut verteilen lassen. Ihr seht, es ist nichts Deckendes. Es ist eine leichte Creme, die halt auch ja, nach längerem Anwenden, hier steht halt nach spätestens einem Monat auch weniger Unreinheiten begünstigen soll. Ja, zumindest soll die Haut halt etwas reiner werden dadurch, sagen wir mal so, ne? Ja, okay. Falls jemand von euch diese BB-Cream von Vichy auch besitzt, dann lasst es mich wissen. Ich habe mir jetzt noch, ich habe so ein bisschen leichte Augenschatten, ich habe mir jetzt vom Max Factor den Eye Luminizer, so eine leicht getönte Creme, auch wie so eine BB-Cream. Davon habe ich auch die Foundation. Das ist der Farbton Fair oder Fair, F-A-I-R geschrieben. Ich nehme mal so ganz wenig. Das ist auch eine leicht getönte, festere Creme, würde ich jetzt sagen. Also zumindest fester wie
die BB Cream. So, und ich möchte jetzt, hier habe ich glaube ich weniger, werde mir das jetzt mal hier unter meine Augenpartie einklopfen. Und ich habe morgens das Problem halt nur mit, was heißt nur, also ich habe jetzt keine geschwollenen Augenbereich, also selten. Meistens nur, wenn ich die Nacht durchgemacht habe und das ist schon länger her. Ja, die riecht auch ganz angenehm, diese Augencreme, also diese getönte Augencreme. So. Und wenn ich die benutze, bin ich da immer ganz von begeistert, weil es sieht, ihr seht, es ist, hat halt bei mir jetzt, bei meiner Hautfarbe, einen aufhellenden Effekt, wie ich finde. Es ist ein schöner, heller Farbton, der die Augen zum Strahlen bringt und so ein bisschen halt die etwas dunkleren Augenschatten bei mir mindert. So. Ups, wieder raus. Ja, also es ist es auch so, dass ich werde es ja gleich abpudern, aber bei dieser von Max Factor hier, guckt mal, das habe ich jetzt noch über. Also die ist echt sehr, sehr ergiebig, finde ich. So, und ja, hätten wir das auch. Aber das Produkt war jetzt nicht neu, das habe ich schon etwas länger. Ich denke, da werde ich noch lange dran Freude haben. Da sind 15 Milliliter drin und ihr habt ja gesehen, ich brauche die jetzt nicht viel, ne? So, ich hoffe, ich habe es gut verteilt. So, okay, ja, dann würde ich sagen, pudere ich erstmal mein Gesicht ab. Und da hatte ich ja mir bei Douglas bestellt das Urban Decay Puder zum Mattieren in dieser wunderschönen Schachtel. Leider sehr teuer, über 30 Euro, aber ich hatte ja den Gutschein von meiner Maus und habe mir das dann mal gegönnt. Und ja, das sieht dann so aus, in so einer schönen dunkel-lila-farbenen Verpackung hier mit Ornamenten und dem Urban Decay Zeichen. Hier steht D-Slick drauf, so heißt das Puder. Aber wenn ihr bei Douglas auf der Seite seid, gebt mal Urban Decay ein, da kommt das sehr schnell auf der ersten Seite schon. Ja, hier haben wir jetzt so eine Puderquaste, die möchte ich aber nicht benutzen. Und das Puder an sich ist halt farblos, hoppala. Ne, das ist so ein ganz schönes, weißes, farbloses Puder und das benutze ich jetzt zum ersten Mal auch. Damit werde ich jetzt mit Hilfe des Real Techniques Puderpinsels mal hier reingehen und es krümelt ganz, ganz leicht nur. Das finde ich schon mal gut. Ja, und jetzt tupfe ich mir das Gesicht damit ab. Wie gesagt, die BB Cream, ganz wichtig sind die Augen, damit gleich Mascara und das Augen-Make-up gut hält. Also die BB Cream, habt ihr ja gesehen gerade, die glänzt an sich wirklich nicht so doll. Ich habe ja eine Mischhaut, das heißt, ich habe in der T-Zone eher ölige Stellen, fettige Stellen im Gesicht und ansonsten normale bis manchmal auch im Winter. Ich hatte ja letztens das Problem, dass ich da an manchen Stellen sehr trockene Haut hatte. So, das reicht doch schon. Ich sehe das hier und ihr vielleicht auch, dass ich jetzt auch die letzten Stellen, die ein bisschen geglänzt haben vielleicht, die sind jetzt schön mattiert. Ich komme noch mal näher. Manchmal setzt sich das ja so in die in den Härchen ab, aber ich finde, nö, finde ich ganz okay. Okay, ja. Und auch hier kann ich natürlich jetzt noch nicht viel sagen. Der erste Eindruck ist okay. Das ist so ähnlich, glaube ich, vom Ergebnis wie mein mattierendes, farbloses Puder von MAC, das Prep and Prime. Ja, und hier sind auch 11 Gramm drin und ich finde das Design so wunderschön. Ja, so, Schluck Kaffee. Und jetzt, was mache ich jetzt? Na, meine Augenbrauen, die lasse ich jetzt so. Da benutze ich jetzt heute einfach mal nur das Essence Lash and Brow, das farblose Augenbrauengel, was bei mir durch mehrfaches Benutzen jetzt schon leicht verfärbt ist. Augenbrauen mache ich mir im Moment, ja, in den letzten Tagen habe ich mich wenig geschminkt, weil, ja, wenn man so unter Heuschnupfen leidet und die Augen jucken und so. Naja, Samstag werde ich mich schminken wieder, spätestens Samstag. Heute haben wir Donnerstag und ich hoffe auch, dass die ersten von euch das jetzt Donnerstagabend schon sehen können, das Video. Weil am Samstag haben wir mit einem Auftritt mit dem Chor auf einem Sängerfest. Das heißt, wir
sind eingeladen worden und dürfen zwei Lieder singen auf dem Sängerfest. Da werde ich mich ein bisschen schminken. Und jetzt natürlich, doch, ich freue mich auch, wenn ich mich schminken kann. Ne? Ich werde das auch heute, also ich werde mich gleich nicht direkt wieder abschminken. Ja, so, die Augenbrauen habe ich jetzt mit Hilfe des Gels einfach nur in Form gelegt. Und jetzt würde ich sagen, trage ich eine Eyeshadow Base auf. Da habe ich heute die von Art Deco, die habe ich ja auch schon. Das ist, glaube ich, mein zweites Töpfchen, sehr ergiebig. Ist eine leicht schimmernde Augenbase. Kennt ihr bestimmt oder einige von euch. So, da braucht man auch nicht so viel von. Und die kann man auch bei Douglas bestellen oder kaufen. So, ne, die hat so einen ganz dezenten, pearligen Schimmer. Aber ich bin begeistert. Also wer mich schon länger verfolgt, mich und meine Videos hier, der weiß, dass ich die liebe. Und die ist natürlich auch sehr, sehr ergiebig. Ja, jetzt überlege ich gerade, ja, ich würde sagen, ich zoome euch noch mal kurz raus. Die zieht auch relativ schnell ein von Art Deco, die Augenbase, weil, ja, zumindest vom Gefühl her finde ich, dass die sehr schnell einzieht. Ja, jetzt habe ich hier die Smashbox-Palette, die mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt hat. Smashbox liegt so, ja, schon im etwas höherpreisigen Segment, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was die Palette gekostet hat. Ich glaube, über 40 Euro. Ja, ich habe es euch ja im Haul-Video gezeigt. Einmal haben wir hier einen großen Spiegel. Dann, was ich toll finde, den doppelseitigen Pinsel hier von Smashbox. Und halt die Lidschatten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Lidschatten. Die kann man aber auch feucht auftragen. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Also da steht ja drauf, dass man die auch ja, trocken sowieso, aber auch den mit leicht angefeuchteten Pinsel auftragen kann. Und das wollte ich machen. Und jetzt habe ich vergessen, mein Spray mir zu besorgen. Moment. So, ich bin wieder zurück und habe mir jetzt von Averde das fixierende Spray. Das benutze ich ganz gerne zum Ansprühen des Pinsels, zum Befeuchten des Pinsels. Ja, und ich werde jetzt auch diesen Double Exposure Brush hier benutzen von Smashbox. Da haben wir hier normalen Lidschatten. Das sind, glaube ich, keine Synthetikhärchen. Und dann so einen abgeschrägten. Werde ich mal beide ausprobieren. Ich sehe gerade, ich habe unter meinen so längere Fingernägel, da bleibt schon mal ein bisschen was kleben. Ich sehe gerade vom Make-up oder so, habe ich jetzt hier noch was unterm Nagel. Ja, so. Ja, und jetzt habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht, wie ich, ja, was ich schminken möchte. Ich kann euch wahrscheinlich, ne, alle Lidschattenfarben kann ich euch nicht zeigen, weil, also nicht auf meinem Auge präsentieren. Ihr seht, es sind ein paar matte und ein paar pearlige. Dieser hier, dieser aprikofarbene, der kommt auf jeden Fall auf mein Auge. Und ich glaube, ich fange auch mit dem an. Das ist halt so ein schönes Apriko, helles Apriko mit so einem Goldglanz. Wunderschön. Und den benutze ich jetzt. Ich glaube, ich werde den Pinsel jetzt anfeuchten. Nehme hier die breite Seite. Das heißt, ich sprühe den immer hier so an. Moment. So, habe da jetzt so zwei Sprühstöße drauf gegeben. Zu nass ist auch nicht gut, wenn der Pinsel zu nass ist. Dann wird er so bappig. So, ihr Lieben, ein Auge mache ich jetzt immer mit euch. Ja, ich gehe jetzt. Hoppala. Moment, wo ist denn jetzt? Moment. Ich gehe jetzt mit dem angefeuchteten Pinsel in dieses schöne Apriko, welches ich euch eben gezeigt habe. Und gib mir das jetzt mal hier in tupfenden Bewegungen aufs Auge. Sieht man schon was? Ja, ein bisschen, ne? Der Pinsel hat jetzt einen sehr schönen kühlenden Effekt, dadurch, dass ich den gerade angesprüht habe. Ist das natürlich schön für den Sommer beim Schminken. Macht das Schminken gleich doch viel mehr Spaß, wenn man so einen kühlen Pinsel hat. Natürlich betonen so schimmrige Farben die Augenfältchen ganz gut, ne? Es ist halt, ich finde den Effekt schön, aber ja, irgendwann wird meine Augenpartie wahrscheinlich ein bisschen schrumpeliger noch werden. Naja, was heißt schrumpeliger?
halt nicht mehr so straff. Und dann gefällt mir das vielleicht nicht mehr so gut, dieser pearlige Glanz. Aber ich finde, noch geht es. So, trage mir das jetzt hier bis in die Lidfalte. Schön aufs ganze Auge, aufs ganze Augenlid. Bis hier vorne hin in den Augeninnenwinkel. So. Oh. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne sommerliche Farbe. Warte mal, da unten kann ich noch ein bisschen hin. Glänzt sehr schön. Ich denke mal, im trockenen Zustand kommt der vielleicht nicht ganz so krass raus. Ja. Doch, hat einen schönen Glanz. Gut, dann hätten wir das. Jetzt, was könnte ich jetzt mal machen? Ich mache mir jetzt mal eben das andere Auge und dann komme ich sofort wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das andere Auge auch mit diesem wunderschönen Lidschatten bearbeitet. Ja, jetzt überlege ich gerade mal. Was könnten wir jetzt denn mal so vielleicht hier außen hin machen? Ich glaube, ich nehme jetzt mal... gute Frage. Aber der hier, der gefällt mir. Das ist so ein rotbraun. Der hat so einen pearligen Schimmer, seht ihr? Komm, nehmen wir den. Den nehme ich jetzt mal... Moment. Mit dieser Seite des Pinsels auf. Diese abgeschrägte. Und ich lasse den Pinsel jetzt mal trocken. Mal schauen. Ich gehe jetzt in... Moment. Ich gehe jetzt mal hier rein. Klopf den mal so ein bisschen aus und setz den mal hier außen an. Doch, ich hätte jetzt gedacht, man sieht den gar nicht so krass, weil ich das jetzt trocken aufnehme. Aber ich glaube, ich vertue mich da gerade. Doch, man sieht ihn, ne? Okay, ich gehe nochmal rein mit der flachen Seite, dass ich mal hier so ein bisschen großflächiger arbeiten kann. Ich habe heute das Gefühl, als hätte ich so einen Schleier auf meinen Augen, wahrscheinlich durch den Heuschnupfen. Ich gebe mir das ein bisschen großzügig hier auf. So. Und dann gehe ich jetzt nochmal mit der Spitze quasi in den Lidschatten und gebe mir das mal hier so in die Lidfalte. So. Das können wir ja gleich noch schön verblenden. Ja, der hat auch so einen schönen Schimmer. Toll. Und ich finde die Farben sehr gut pigmentiert. Krümeln auch im Moment gar nicht so. Zumindest nicht mit dem Smashbox-Pinsel hier. Oh, ich wollte das jetzt gar nicht so hochziehen. Aber gut, jetzt bin ich hier wieder... Naja, wir machen jetzt mal einfach. Ist ja auch für mich das erste Mal... mit diesen Produkten zu arbeiten und übers Display ist es immer wieder anders, wie wenn man sich vor den Spiegel in Ruhe schminkt. So. Ich glaube, ein bisschen könnte ich noch. Das ist ein schönes, finde ich, dunkles Braun. Ja. Okay. Ich gebe mir das mal eben aufs andere Auge und dann verpuscheln wir das erstmal. Das sieht ja noch so ein bisschen abgehackt aus. Bis gleich. So, ich habe jetzt so gut wie es geht versucht, das ungefähr gleich zu halten. Eigentlich wollte ich es nicht so krass machen, aber so könnt ihr die Farben gut erkennen. Ein sehr schönes Braun mit einem Goldschimmer auch. Ja, jetzt habe ich diese zwei Töne hier verwendet. Ich schreibe euch die Namen auch nochmal von den verwendeten Lidschatten in die Infobox, die haben ja alle Namen. Da habe ich so ein extra, so eine Abdeckfolie mit den Namen drauf. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt nehme ich mir mal, habe ich hier von Rossmann For Your Beauty diesen Synthetica Puschel. Den Puschel. Moment, habe ich denn, ich habe hier in dieser Smashbox Palette einen, so einen cremigen Ton. Der ist matt, genau. Da gehe ich jetzt mal rein und was heißt cremig? Der ist so leicht Champagnerfarben oder schimmert der auch? Naja, aber wenn nur ganz dezent. So, das habe ich mir jetzt bis unter den Augenbrauenbogen gegeben und jetzt gucken wir mal, ob sich die Farben auch verblenden lassen. Jetzt gehe ich mal hier so außen und über meinen
Lidschatten bei dem Braun. Den Pinsel hier finde ich übrigens sehr, sehr gut von Rossmann. Der ist weich und damit lassen sich so dunkle Farben und auch Cremeprodukte sehr schön mit verblenden. Jetzt gucken wir mal, weil ich denke mal, was heißt ich denke, also ich habe festgestellt, dass man beim Verblenden sich ruhig Zeit nehmen lassen sollte. Zeit nehmen lassen sollte, das war jetzt kein gutes Deutsch, Nadine. Egal, ich schiebe es jetzt auf meine Heuschnupfentablette, die mich heute so ein bisschen bremst. Aber ich glaube, schaut mal, seht ihr den Unterschied? Die Kontur hier richtig schön weich und soft und hier natürlich sehr abgehackt. Ne? Also muss ich feststellen, die Lidschatten, also zumindest dieser Braunton hier aus der Palette von Smashbox, lassen sich sehr gut verblenden. Oh ja, toll. Das gefällt mir. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal in den Cremeton und gib mir auch hier noch, nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. Und dann gehen wir auch hier nochmal über die Kontur oder über die Kanten und Ecken. Ja, das ist immer die Seite, die ich nicht so gut hinbekomme. Ich bin ja Linkshänder und arbeite dann hier so. Ja, ich arbeite, genau. Aber seht ihr das? Wie gut sich das verblenden lässt und wie diese harte Kante zu einer soften Kante wird, finde ich echt. Gehe ich nochmal ein bisschen hier auch auf dem Lid drüber, dass sich das so schön ineinander verblendet. Auch hier vielleicht nochmal. Gut, ich wollte es jetzt nicht ganz so hochziehen. Und jetzt juckt mir gerade die Nase. Aber ich finde, ich bin begeistert. Doch. Also, verblendet habe ich jetzt hier mit dem Hellen hier außen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Okay, lassen wir das jetzt mal so. Guck mal eben hier in den Spiegel. Ich habe hier von Reval de Loop den Korrekturstift, weil ich möchte nicht, dass dieser dunkle Ton unterhalb meines Lidrandes hier rutscht, weil dann zieht das ganze Augen-Make-up wieder oder lässt einen müde, ne, wie sagt man? Ja, das lässt einen dann, sollte man halt nicht machen. Man sollte darauf achten, dass die Lidschattenfarbe außen, die ja meistens dunkler ist wie die andere Lidschattenfarbe, dass die nicht hier unten drunter rutscht. Also dann hat man so ein hängendes Auge, glaube ich. Dann sieht das halt nicht so frisch und schön aus. So. Okay, ich glaube, so können wir es lassen. Ja, dann würde ich sagen, also auch im trockenen Zustand, ihr habt gesehen, feucht, trocken, beides Bombe pigmentiert. Ich werde natürlich noch viele andere Varianten ausprobieren mit der Palette. Ja, was könnten wir jetzt noch machen? Also ich möchte mir, glaube ich, hier noch so einen schönen Lidstrich ziehen mit Hilfe der Palette hier. Und ich glaube, ich nehme dazu, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst farblich, aber mich interessiert dieser dunkel-lila Ton doch sehr. Der ist... der ist nicht matt, nee, der hat so ein leichtes Schimmern. Den nehme ich jetzt mal und zwar habe ich hier so einen abgeschrägten vom MAC. Ist doch, ja, das ist von MAC die Nummer 226. Nein, 266, sorry. Und den nehme ich jetzt auch mal trocken. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem MAC-Pinsel in dieses dunkel-lila. Und gib mir den mal hier oben auf. Erstmal tupfen. Oh, ich sehe gar nichts. Doch, ich glaube, man sieht ihn ein bisschen, ne? Okay, ich gehe jetzt erstmal nur dezent da rein. Aber ich bin echt begeistert. Ich glaube, dass diese Lidschatten im Trockenzustand fast vielleicht noch eine bessere Nummer machen wie im Feuchten. Aber gut, das sind jetzt die ersten Eindrücke, ne? Ich habe ja jetzt auch noch nie mich damit geschminkt. So, jetzt wird es wieder kriminell hier im Augeninnenwinkel.
Ja, aber ihr seht, hier habe ich doch jetzt Fallout, ne? Gut. Den Pinsel muss man also doch besser noch ausschlagen, bevor man. Moment, das mache ich jetzt mal. Geh noch mal hier so ein bisschen da drüber. Gefällt mir sehr gut. Ich liebe ja Lila. Okay. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen, ne? Man sieht's. Ja. Okay. Dann mache ich mal eben den Lidstrich auf der anderen Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier habe ich jetzt mal auch diesen lila Farbton aufgegeben und jetzt mache ich mir mal eben hier so ein bisschen das Fallout weg. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Und den Pinsel gut ausschlagen, bevor man dann damit arbeitet. Aber mir gefällt es sehr gut. Also das war jetzt der hier, der lila Ton. Jetzt möchte ich noch einen weiteren neuen Farbton ausprobieren. Hier für den unteren Wimpernkranz. Ja, wir haben ja hier so ein krasses Blau, aber was ordentlich schimmert. Wow. Aber ich glaube, das passt farblich nicht so, oder? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt diesen hier, diesen, nee, den oder den. Nein, ich nehme diesen rötlich, diesen rotbraunen Ton. Mach mal eben meinen Pinsel hier sauber von weg, mit dem ich gerade das Lila aufgetragen habe. Gehe jetzt in den rotbraun. Das ist nämlich ein matter. Und tupfe mir den mal hier auf. Ich hoffe, er wirkt nicht zu rötlich. Moment. So. Auch der scheint mir sehr gut pigmentiert zu sein. Komm ein bisschen näher. Ziehe ich mir sehr weit nach vorne. Aha. Okay. Ja. Doch, ich glaube, das geht. Der wirkt doch nicht zu rötlich hier unten drunter. Und ja, dann setze ich mir gleich noch ein Highlight in den Augeninnenwinkel und dann überlege ich halt noch, ob ich das so lasse oder ob ich noch irgendwo einen anderen. Aber jetzt noch einen weiteren zu nehmen, nee, ich glaube, das wird mir dann zu viel. Aber ich glaube, ihr habt ja jetzt anhand dieser Farben jetzt schon mal gut sehen können, dass sie sich erstmal super auftragen lassen, nass wie auch trocken. Auch dieser matte Farbton hier lässt sich sehr gut auftragen und auch schon hier, wenn man mit dem Pinsel über die Kontur geht, verblenden so ein bisschen, dass die Kante hier nicht so hart wirkt. Ach, ich habe das Gefühl, als hätte ich hier irgendwas, einen Fremdkörper im Auge. Naja, okay, hätten wir den Ton auch. Finde ich sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Jetzt denke ich mal, nehme ich diesen hier. Nee, Moment, wo ist er? Quatsch. Den hier. Das ist so der einzigste, der so ein bisschen, glaube ich, krümeliger ist. Moment. Das ist so mit der hellste hier in der Palette. Den möchte ich jetzt gern verwenden. Mit so einem spitzgebundenen gehe ich jetzt mal da rein. So. Und den setze ich mir jetzt mal hier in den Augeninnenwinkel, um da so ein bisschen zu highlighten quasi. Der ist so ein bisschen krümeliger. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, man sieht ihn trotzdem, oder? Ja. Nur ein bisschen reingehen. Also das mache ich eigentlich fast immer, dass ich mir im Augeninnenwinkel hier, dass ich da einen hellen Farbton nehme. Entweder matten, gerne aber auch was Schimmriges, was Glitzerndes, wie jetzt. Das lässt doch meine Augen, finde ich, oder auch alle anderen Augen viel mehr strahlen und frischer aussehen. So, oder? Doch. Ja. Okay, ich könnte das jetzt auch noch mal hier speziell unterm Augenbrauenbogen auftragen, aber da habe ich ja eben diesen hier schon benutzt und das reicht mir jetzt auch erstmal. Also hier sind noch viele, hier ist noch ein mattes Schwarz, Silber.
Ich weiß nicht, ihr Lieben. Also eigentlich würde ich das jetzt so stehen lassen. Ich habe euch ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Farben gezeigt aus der Palette. Wie gesagt, die besteht halt aus wunderschönen Farben. Und die, die ich benutzt habe, die finde ich klasse. Und ja, ich überlege gerade. Nee, ich lasse es jetzt erstmal so. Weil meine Augen, die besonders hier, ich will da gar nicht dran gehen, das juckt gerade sehr. Ich hole euch erstmal raus. Dann können wir das nochmal so wirken lassen aus der Ferne. Ja, ich habe diese Seite hier ganz schön hochgezogen, obwohl, ja, das wäre jetzt mehr was vielleicht, wenn man abends weggeht, ne, weil ich das doch schon, also den Dunkel, diesen dunklen Ton in der Lidfalte habe ich sehr hochgezogen, was ich aber auch manchmal sehr mag. Also ich finde die Farben, die ich benutzt habe, die matten wie auch glänzenden Farbtöne, finde ich alle klasse. Ja, und ich freue mich schon, noch viele, viele andere Looks damit zu schminken. Eine sehr schöne gut pigmentierte Palette. Feucht wie im nassen Zustand. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck und ich will das hier, sich jetzt erstmal beruhigen lassen. Ich will jetzt noch nicht mit der Mascara an meinem Auge gehen. Ich nehme mir jetzt, jetzt bin ich halt am Überlegen. Ich habe ja hier von Catrice aus dieser LE das neue Puder und von Smashbox diesen cremigen, ja, Blush-Stick, den man aber auch als Lippenstift verwenden kann. Jetzt überlege ich gerade. Es gibt nämlich eine Reihenfolge, die ist besser wie die andere. Erst konturieren oder erst Blush? Ich glaube, erst konturieren. Wie auch immer, ich mache es jetzt mal vom Gefühl her. Also das ist ja dieser wunderschöne matte Bronzer aus dieser Nomadic Traces LE. Vielleicht habt ihr Glück und findet die noch bei euch, weil ich finde den so, so schön. Also ich habe noch nicht im Einsatz verwendet. Ich habe ihn euch geswatcht und ja, vom Farbton her macht er eine ganz gute Nummer. Ich bin gespannt. Ich verwende jetzt zum Konturieren den Contour Brush von Real Techniques. Das ist dieser hier. Der ist so schön spitz gebunden und seht es mir nach, ich bin kein Konturierprofi, ich mache das noch nicht lange. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Pinselspitze aufgegeben, ausgeklopft, mache diesen obligatorischen Fischschnutenmund und versuche dann hier unterhalb meiner Wangenknochen der Kontur zu folgen. So. Doch. Ich glaube, das reicht mir auch schon. Also es klappt ganz gut mit diesem Pinsel, wie ich finde. Vielleicht noch ein ganz bisschen. Ich finde es halt wichtig, dass man die Kontur nicht zu weit nach vorne zieht. Ich glaube, man sagt so ungefähr bis zur Augenmitte, bis da, wo eure Pupille ist. Dann gebe ich mir vielleicht noch ein bisschen hier an die Schläfen, hier oben und hier. So ganz dezent. Ich versuche das jetzt mal einfach so. Wie gesagt, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, weil ich da noch nicht so geübt drin bin. Und meistens klappt auch hier beim Konturieren die Seite besser wie die rechte. Von euch aus gesehen linke. Ich habe jetzt nicht das schmalste Gesicht, ne? Ich habe so ein ovales Gesicht. Zumindest meinen die Friseure immer, wenn ich zum Friseur gehe, mir würden alle Frisuren gut stehen, weil ich eine ovale Gesichtsform hätte. Mein Gesicht finde ich aber auch nicht gerade das dünnste und deshalb glaube ich, ist das Konturieren für mich ganz okay. Und lässt vielleicht mein Gesicht ein bisschen schmaler aussehen. So, ich hoffe, ich habe es jetzt ganz gut verblendet. Das reicht mir jetzt auch erstmal. Ich will es noch nicht übertreiben. Oder? Ich lasse es jetzt erstmal so. Okay. Also, es krümelt ein wenig, seht ihr? Aber ist noch in Ordnung.
Und jetzt nehmen wir uns den Smashbox. Der ist auch noch ziemlich neu. Und ihr seht, der kommt in so einer breiten Stiftform. So, ich bin gespannt. Da bin ich ein bisschen aufgeregt. Jetzt, das ist der Blendable Lip and Cheek Color Stick. Malibu Berry habe ich. Ich schreibe euch die Produkte mit den Namen immer noch mal in die Infobox. Da haben wir hier das Produkt. Das ist halt so ein schöner Beerenton. Sehr, sehr cremig. Habt ihr im Haul-Video ja gesehen schon, wie schön cremig. Und der, ach, die Farbe. Vielleicht gebe ich den mir gleich auch auf die Lippen, obwohl durch diesen breiten... Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also, ich finde, der hat ganz, ganz fein, dezenten Goldschimmer, den man aber... Oder? Ich meine ja. So, und auf der anderen Seite haben wir hier ein Schwämmchen. So, und jetzt mache ich das mal hier über der Hand. Und damit soll man das dann, denke ich mal, einarbeiten, oder? Ja. Ich habe es noch nie gemacht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gebe mir jetzt mal ganz vorsichtig hier oberhalb der Kontur so ein bisschen was hin. Okay, und gehe jetzt mit der Schwämmchenseite da drüber und versuche das so einzuarbeiten. Okay, man muss ganz schön feste drücken, merke ich gerade. Ich habe mir auch einen Pinsel hier zurechtgelegt. Das ist von The Tools Club. Den habe ich bei Cosmetic Cosmo im Shop online bestellt. Der war nicht so teuer. Es ist einer festgebundener mit Synthetikhärchen. Naja, das mache ich... Moment. Ich finde, ein bisschen kann ich noch, oder? So. Oh Gott. Jetzt nehme ich mal den Pinsel. Ich glaube, damit komme ich besser klar. Oder schluckt der jetzt zu viel Produkt? Nee, ich finde, es geht, ne? Ich arbeite das jetzt so ein bisschen hier in die Kontur rein, dass sich quasi die Kontur so ein bisschen verbindet mit dem Blush. Ich finde, ein bisschen noch hier. Oh Gott, Nadine! Ich overblushe mich hier gleich wieder. Ich glaube, das reicht. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Hier seht ihr jetzt die Kontur und hier, ich gebe mir noch mal hier so ein bisschen auf. Also ich glaube, diesen Perlmutt oder diesen Goldschimmer sieht man gar nicht so. Ich glaube, der ist fast ohne Schimmer. Ich will es nicht beschreien. So, aber die Farbe ist schön frisch. Gefällt mir. Okay, ja, dann mache ich das mal eben hier auf der anderen Seite. Also es lässt sich gut verteilen. Ob, ja, jetzt hier mit diesem Schwämmchen, finde ich jetzt, da muss ich zu viel Druck ausüben. Ich finde das mit dem Pinsel angenehmer. Das kann ich besser damit verteilen, mit so einem festen. Also mit einem normalen haarigen Blushpinsel klappt das, denke ich mal, nicht so gut. Aber mit so einem festgebundenen, was laber ich, Nadine? Prost. Aber mir gefällt das, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin richtig froh, weil eigentlich bin ich mehr so die Person, die mehr auf pudrige Blushes steht. Aber das hier finde ich, da gab es, meine ich, auch noch andere Farben von. Aber ich stehe ja mehr auf diese dunkleren Beerentöne. Hier noch ein bisschen. Okay, ich will es auch nicht übertreiben. Aber es macht Spaß. Es macht richtig Spaß hiermit. Okay, so. Also, für mich hätten sie sich das hier sparen können. Ist eine schöne Sache, weil so zum Mitnehmen, auch zum Verreisen, zur Not reicht, denke ich mal, dieses Teil. Aber ich finde, man muss schon arg Druck ausüben. Da ist das mit dem Pinsel, denke ich, angenehmer. Aber das Teil, wie viel Gramm sind drin? 5 Gramm, ich drehe es mal raus, bis es nicht mehr... 5 Gramm sind so viel. Es ist schon ein breiter Nöppel. Und jetzt als Lip, für die Lippen. Ich versuche es mal. Ich gebe mir mal einmal so. Oh Gott. Oh, schön. Okay. Ist sehr cremig. Ja, ist ein schöner. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow.
Ich denke mal aber mal, dass dieses cremige Produkt auf den Lippen nicht lange halten wird. Aber so vom, ne, ich habe jetzt die Lippen ich lasse meistens, wenn ich Lippenstift auftrage, die Lippen zu. Klappt bei mir besser. Und gut, vielleicht mit einer Base, einem Lippenkonturenstift, vielleicht ist es besser. Aber ich glaube, der Farbton steht mir. Ja, also schönes Produkt, bin ich begeistert. Palette, Smashbox, Blending, Lip and Cheek, supi. So, ist schön dezent. Natürlich kann man auch das Blush jetzt noch knalliger intensivieren, aber das möchte ich nicht. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zur Mascara. Die habe ich mir nicht selber gekauft. Die habe ich von der lieben Betty vom Kanal Fab40Style geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und ja, die habe ich noch nicht benutzt. Ich bin gespannt. Ich freue mich riesig. Nochmal ganz lieben Dank, liebe Betty, dafür. Das ist die Ultra Black Edition von der Firma Bourjois aus Paris. Und das ist die Mascara Twist Up the Volume. Erstmal finde ich die so schon vom Design her, von der Form, sehr gelungen. Und da habt ihr halt zwei verschiedene, Moment, wie war das noch? Also Nummer 1 ist für Defining, für die Länge. Und Nummer 2 gibt Volumen. Okay. So, und zwar drehen wir das mal hier. Jetzt kriege ich Besuch. Ja. In 5 Minuten essen. Ja. In 5 Minuten gibt es Essen. Prima. Das war mein Schwiegervater. So, jetzt ziehe ich die mal raus. Und dann haben wir hier... Moment, habe ich es denn jetzt auch auf 1? Ja. So, das ist die Nummer 1 Stellung. Die Nummer 1 Stellung. Ach, Nadine, jetzt habe ich mich schon wieder angemalt. Also das ist jetzt hier den Drehknopf. Den kann man hier, also man kann das hier drehen, ne? So, und dann verändert sich hier unten die Form. Das heißt, Nummer 1 ist so, dann sind die Borsten alle gerade. Und wenn ich jetzt auf Nummer 2 drehe, dann dreht die sich so ein. Ja, so, jetzt machen wir erstmal die 1er Position. Mein Gott. So, das wäre diese hier. Das ist halt eine Gummibürste. Und jetzt wird es erstmalig getestet, liebe Betty. Okay. Ich versuche, mich zu bemühen. Und drücke ja immer am Wurzelansatz hier die Wimpern so ein bisschen hoch für ein paar Sekunden. Und dann in hin und her, in so Zickzack-Bewegungen, gehe ich dann den Wimpern nach oben. Entschuldigt bitte heute mein schlechtes Deutsch. Es liegt an der Heuschnupfentablette. Und jetzt blinkt mein Akku auch noch rot. Naja, blinken tut er noch nicht, aber... Okay, was passiert denn jetzt hier? Die soll ja jetzt Länge geben. Meine Wimpern sind ja jetzt auch nicht mehr die längsten. Ich würde sagen, ist fast der Ursprungszustand. Ich benutze ja jetzt seit Dezember mein Wimpernserum nicht mehr und habe bei einer im Video gesehen, ich weiß nicht, wie hieß die noch? Oh Gott. Okay, auch das kann ich hier mit der Mascara gut, Betty, mich anmalen. Aber es passiert mir ja sehr oft so. Ich glaube, die gibt ein bisschen länger, oder? Aber sie bappt hier vorne im Augeninnenwinkel. Okay, Moment. Irgendwie meine gerade zusammen. Okay. Hier vorne. Das gefällt mir nicht. Ja, da war eine, die hatte auch 2-3 Jahre das Wimpernserum. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie... Ich habe ja das M2 Lashes am Ende benutzt und dann gibt es ja das Revitalash. Und ich glaube, die hatte das Revitalash benutzt, 3 Jahre. Und dann hat sie aufgehört. Und dann sind ihr an einem Auge hier ungefähr von da bis da eine richtige Lücke entstanden. Mit einem Schlag waren da die ganzen Wimpern weg. Deshalb muss sie jetzt erstmal künstliche Wimpern tragen. Das hat mich doch sehr erschrocken und das kann passieren, muss natürlich nicht. Bei mir ist es ja auch nicht passiert, Gott sei Dank. So, hier, das gefällt mir nicht so, aber okay, jetzt das war jetzt die Einserstellung. Und jetzt muss ich erstmal hier mein Malheur mit dem Korrekturstift beseitigen. So. Ja, hier vorne. Okay, aber ich finde, die gibt auch durchaus schon Volumen in der Einserstellung.
Naja, wir machen jetzt mal die zweite Stellung hinterher. Also, ich drehe jetzt hier von 1 auf 2. Moment. Dann dreht die sich so ein, seht ihr? Zack. Dann ist das so wie so eine Spirale. Und gehe jetzt nochmal, ich denke mal, durch die schiefe oder unregelmäßige Borstenstellung soll jetzt das nochmal für mehr Volumen sorgen. Ich finde, das Schwarz ist auch ein sehr schönes, intensives Schwarz. Okay. Oh Gott, oh Gott. Und interessant. Ich glaube ja, sie gibt tatsächlich, eigentlich mag ich das nicht so, wenn ich so Fliegenbeinchen habe. Aber gut, sie soll ja Volumen geben und das geht halt nur, wenn mehrere Wimpern ein bisschen ineinander sich verkleben. Egal, jetzt gucken wir mal gleich. Das geht aber noch, finde ich. Okay, ich gehe jetzt auch ganz schön krass oft drüber. Aber es gibt ja viele unter euch, ja, die diesen Effekt mögen, ne? So, ihr Lieben, ich würde sagen, man sieht deutlich, welches Auge jetzt Mascara besitzt und welches nicht. Ja, doch, die Zweier, die Stellung auf die Nummer 2 hat ergeben, dass sich so ein paar Wimpern ineinander verklebt haben. Was ich aber jetzt gar nicht mal... Nö, nee, ich finde es ganz okay. So, und dann machen wir jetzt unten von Stellung, Moment, das ist 2, jetzt drehe ich das Ganze wieder auf 1, dann wird die länger, seht ihr? Das ist ja irre, total witzig. Und die Bürste ist auch nicht zu breit, finde ich ideal. Wartet mal, kriege ich euch noch ein bisschen näher, ohne dass es unscharf wird, ja. So, okay, ich werde euch am Ende noch ein paar Fotos einblenden, wie ich das eigentlich immer mache, so eine kleine Fotosession. Wie gesagt, bei mir sind die Wimpern, um nochmal auf das Wimpernserum zu kommen, ich hatte sehr, sehr lange, sehr schöne Wimpern, aber ich muss wirklich sagen, ich habe so ein bisschen Angst davor, was passiert, wenn man es über Jahre nimmt. Ich habe es jetzt 2 Jahre genommen und mir reicht es jetzt. Also es war eine schöne Erfahrung. Aber ihr seht, man kann auch mit diversen lustigen Mascaras, wie dieser hier, auch etwas Länge und Volumen zaubern. Und da verzichte ich dann lieber auf das Serum, was ja auch, ich sag mal, ja, ich habe immer so knapp über 80 Euro bezahlt für meinen M2 Lashes. Da spart man natürlich auch Geld, ne? So. So, und jetzt mache ich mir den Spaß hier auch nochmal. Ich tunke die Mascara nochmal ein. Und drehe das Ganze auf Stufe 2. Vielleicht gibt das hier unten auch ein bisschen Volumen, ja. Ja doch, tatsächlich, das ist ja irre. Betty, das ist eine geile Mascara. Da hast du mir ein wunderschönes Spielzeug geschenkt. Jetzt blinkt der Akku, nein, ich muss den Akku wechseln. Okay, aber ihr seht, wow. Was für ein krasser Unterschied. Ich muss den Akku wechseln und dann komme ich gleich wieder. So, frischer Akku ist drin und ich glaube, aus der Ferne könnt ihr auch ganz gut erkennen, dass hier die Mascara jetzt drauf ist und auf dem anderen noch nicht. Und ich bin echt begeistert, Betty, von der Bourjois Mascara. Wahrscheinlich war das auch eine LE Mascara. Aber wenn nicht, ich glaube, ich überlege echt, dass ich mir die dann nochmal bestelle. Ich finde das Ergebnis toll. Naja, mal schauen, wie sie den Tag so übersteht, ob sie abbröckelt, aber ich glaube nicht. Ich trage mir die Mascara mal eben auf dem anderen Auge auf und dann komme ich sofort wieder. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das andere Auge auch mit der Mascara bearbeitet und ich bin echt begeistert. So, der erste Eindruck ist echt wunderbar und... Das ist wirklich so, dass wenn ihr die Mascara auf Stufe 2 dreht und die Mascara kürzer wird, weil sie sich ja so spiralförmig eindreht, dass das nochmal einen richtigen Volumenkick gibt, wirklich, wie ich finde. Aber es verklebt meine Wimpern
verklebt sie zwar, aber nicht zu doll. Hier vielleicht ein bisschen mehr wie da, aber ich bin echt von den Socken. Wow. Ja, ich werde euch jetzt am Ende gleich nochmal Bilder einblenden, weil das war's jetzt, ihr Lieben. Ja, das waren jetzt so die Produkte, die ich euch auch zeigen wollte, ne? Hauptaugenmerk lag natürlich hier auf die Smashbox-Palette. Also da bin ich auch sehr, sehr von begeistert. Und ich glaube auch, da werde ich lange, lange meine Freude mit haben, weil ich sehe einfach die Pigment, ja, diese Farbintensität, sei es im trockenen, sei es im nassen Zustand, ist so enorm. Sie lassen sich dennoch sehr gut verblenden. Ihr habt es ja gesehen, ne? Ich hatte eine starke Kante und das sieht jetzt richtig schön soft aus und ich bin, weiß ich auch nicht, sei es matt oder pearlig, Wahnsinn. Ich freue mich, dass ich die Palette bekommen habe von meinem Schatz, auch mit diesem interessanten Smashbox Blush hier. Bin begeistert, wirklich. Es ist ein sehr schönes Ergebnis, alle Produkte eigentlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass hier ein Produkt dabei ist, welches durchgefallen wäre. Nee, Mascara top. Bin echt begeistert. Ja, und durchaus auf den Lippen ist das auch okay, finde ich. Passt halt dann zum Blush, ne? So habt ihr halt ein 2-in-1 Produkt, farblich abgestimmt. Lippen, gut, es wird wahrscheinlich nicht, weil es sehr cremig ist, nicht lange halten auf den Lippen, aber egal. Man kann den ja gut mitnehmen. Hat hier noch ein integriertes Schwämmchen. Prima. Ja, ihr Lieben, also wenn ihr da Interesse habt, ich schreibe euch die Produkte in die Infobox. Schaut bei Douglas online. Da werdet ihr die alle finden. Und ja, jetzt blende ich euch im Anschluss noch Fotos ein. Und dann, na doch, jetzt habe ich doch noch was vergessen. Na klar, ich sehe das gerade hier. Aus der Nomadic Tracing, ne, wie hieß es jetzt? Nomadic Traces. Aus dieser Catrice LE, wo ich den Bronzer benutzt habe, da gab es ja dann auch zwei Eyeliner. Diese hier. Habe ich euch im Haul auch gezeigt. Diesen dunkelblauen mit Schimmer, glaube ich, und den schwarzen. Da steht nämlich drauf, dass die wasserfest sind, waterproof. Jetzt nehme ich mir mal den blauen noch schnell. Die haben halt diese cremige Mine. Nee, die sind matt, ne? Da habe ich mich jetzt vertan, sorry. Das sind jetzt keine glitzerigen, sondern matte. Ich versuche das jetzt mal, auf der Wasserlinie habe ich ja noch nichts und trage mir den blauen mal, was jetzt farblich nicht so der Burner ist mit, naja, egal. Aber schwarz hätte ich jetzt auch zu hart und zu langweilig gefunden. Ich bin gespannt. So, komm mal her. Ob der auf der Wasserlinie hält. Ich glaube, sehen tut man ihn ganz gut, ne? Schön. Mhm. Meistens flutscht er mir hier außen sofort weg. Okay. Ich babbel jetzt noch 2-3 Minuten mit euch und dann sehen wir das ja schon. Dann sieht man das halt, ob der sich da verkrümelt auf der Wasserlinie. Auftragen lässt er sich hervorragend. Durch diese cremige Konsistenz gleitet er mühelos über die empfindliche Wasserlinie. Es brennt auch nichts, alles prima. So, gut. Ja, wie gesagt, und dann gab es halt noch den schwarzen aus der LE. Moment. Und der ist auch sehr schön farbintensiv und hat auch, was ich sehr schön finde, weil viele, viele Kajalstifte haben Glitzer oder so und dieser jetzt hier halt nicht. Da seht ihr, dass die halt matt sind. Den könnte man sich bestimmt auch noch gut am oberen Wimpernkranz auftragen, aber das mache ich jetzt nicht. Da habe ich ja diese schöne Lila. Ja, ihr Lieben, ich blende euch gleich noch. Ja, hier sind sie ein bisschen zu dolle verklebt. Okay, da kann man noch mit so einem Wimpernkamm durchgehen. Aber ich finde das Augen-Make-up, also ich will mich jetzt nicht selber loben. Ich finde es schön. Ich finde diesen Aprikoton mit dem Goldschimmer und dieser braune und ach, ich freue mich einfach. Ja, dass Schatzi mir die Palette geschenkt hat. So, und jetzt gucken wir mal. Na? Nö? Sieht noch ganz ordentlich aus. Okay. Ja, jetzt habe ich blau auf der Wasserlinie. Ich finde, passt jetzt nicht so. Ist ein bisschen jetzt für abends, ist es vielleicht okay.
Aber ich finde, ich werde euch irgendwann mal berichten, wenn ich es nicht vergesse, ja, ob die wirklich vielleicht über längere Zeit auf der Wasserlinie gehalten haben. Im Moment hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die rutschen sofort wieder runter. Nee, sie halten noch gut. So, das war's jetzt aber auch, ihr Lieben. Ich freue mich einfach auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mir immer so schön, ja, schreibt einfach. Und ja, werde euch jetzt im Anschluss noch ein paar Fotos einblenden, einfach mit ein bisschen Musik unterlegt. Und freue mich auf eure Kommentare. Und ja, falls ihr Produkte davon auch schon besitzt und Erfahrungen habt, lasst es mich wissen. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange dieses Urban Decay Puder hier mattiert. Wir haben heute sehr schönes, warmes Wetter, so 25 Grad. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt mattiert, weil, ja, es ist ja ein recht teures Puder hier. Und schauen wir mal. Ihr werdet bestimmt das ein oder andere Produkt in einem Favoritenvideo oder in einem Flop-Video wiedersehen oder in einem Aufgebraucht-Video. Ja, das soll es jetzt gewesen sein und ich würde mal sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und dann würde ich mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.